Corona hat mich ganz schön eingesperrt. Heute kann ich endlich rausgehen, an die frische Luft. Das ging seit 2 Wochen nicht so. Und heute bin ich hier im Österreichpark. Aber nicht alleine, sondern mit meinem Mann. Weil rausgehen allein klappt momentan ja nicht. Wegen den Abstandhalten von 1, bis 2 Metern. Und das geht ja leider nicht, wenn man nicht sehen kann. Und darum muss ich momentan in Begleitung gehen. Was mich sehr traurig stimmt, dass Corona jetzt da ist und einfach das Virus der Grund ist, dass ich so eingeschränkt bin und mein selbstbestimmtes Leben zum Teil aufgeben muss. Es ist hart für mich, weil das Leben für mich noch mehr eingeschränkt ist als so schon. Ich kann auch nicht arbeiten gehen. Ich muss die ganze Zeit zu Hause bleiben. Und mir fehlen die Kontakte zu den Kindern, wie auch zu meinen Kollegen. Denn U-Bahn fahren kann ich nun auch nicht alleine, weil ich ja, wie gesagt, den Abstand nicht halten kann. Und ich nicht von den Menschen angemeckert werden möchte, dass ich ihnen zu nahe trete. Und somit ist die Ablenkung zu Hause manchmal nicht so einfach. Ich kann mich gut allein beschäftigen, Gott sei Dank. Ich höre Hörbücher, lese Blindschriftbücher oder ja, surf auch mal im Internet, schreibe kleine Geschichten oder guck Fernsehen. Manchmal sitze ich auch nur einfach auf der Couch und chill vor mich hin. Und was ich auch eben schwer finde, dass ich meine Eltern nicht sehen. Und die sind schon sehr alt. Und jetzt ist bald Ostern und ich kann sie nicht besuchen fahren. Ich darf nicht. Ich muss hier bleiben. Und das macht mich ganz unglücklich und traurig, weil ich gar nicht weiß, ob ich meine Eltern jemals wiedersehen werde, weil sie eben schon so alt sind. Und darum habe ich einen Appell an euch alle da draußen. Wenn ihr Menschen wisst, die keinen haben, die auch keinen haben, der für sie einkauft oder sie mal anspricht, dann geht doch einfach mal an deren Tür, klingelt da und fragt, ob sie Hilfe brauchen, also sprich was zum Einkaufen oder ob sie sich einfach mal unterhalten wollen. Und wenn ihr jemanden seht, der blind ist und auf der Straße allein geht und gerade mal nicht weiß, wo er ist, dann könnt ihr ihn ruhig ansprechen und ihn dann fragen, ob ihr ihnen helfen könnt mit über die Straße und so weiter. Weil es gibt so viele Menschen, die wirklich niemanden haben und alleine sind. Mein größter Wunsch ist natürlich, wieder meinen Stock zu nehmen und sagen zu meinem Mann, ja, ich gehe jetzt, tschüss, ich treffe mich mit einer Freundin. Das ist mein größter Wunsch. Was positiv ist, das muss ich schon sagen, dass nicht mehr so viele Möbel auf den Gehsteigen herumstehen und auch die Elektroroller nicht mehr so benutzt werden, die oft wirklich vor dem überall abgestellt worden sind. Und ich bin leider Gottes manchmal über sie wirklich schlimm gestolpert. Was auch schön ist, die Luft ist einfach sauberer. Ich bekomme einfach besser Luft. Aber ich werde mich nicht runterziehen lassen. Denn es wird irgendwann auch wieder anders sein, wenn wir vernünftig sind und die Regeln einhalten, die uns vorgegeben sind, dass wir einfach keine Gruppen bilden, nur zu zweit rausgehen, wenn überhaupt, und an Plätzen so weit auseinander sind, dass wir uns nicht anstecken. Und danach können wir wieder, wenn alles vorbei ist, so leben, dass wir wieder uns treffen und Partys feiern und so weiter und so fort. Bitte achte darauf.